So merkwürdig das klingt, am kommenden Wochenende könnten Sie auf Föhr Frauen im Dirndl begegnen. Denn da findet von morgen an der Deutsche Trachtentag statt mit Gästen aus ganz Deutschland. Der Höhepunkt des Trachtentages ist wie immer die Verleihung des Titels Tracht des Jahres. Und diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Föhrer. Und das ist natürlich für die Frauen der Insel eine gute Gelegenheit, das traditionelle Festtagskleid anzuziehen. Die Föhrer Tracht ist mehr als 100 Jahre alt. Große Tücher, schwere Röcke, kostbarer Schmuck. Und bis heute von den Frauen der Insel mit Stolz getragen. Eine dieser Frauen ist Ilke Engeland, 35 Jahre alt. Sie ist Goldschmiedemeisterin und verdient ihr Geld mit einem eigenen Geschäft in Wiek. Im Sommer die kleinen Geschichten, Silberanhänger, kleine Andenken, aber auch Anfertigungen in Gold, Silber, Platin, Trauringe, also eigentlich ganz normale Goldschmiedeaufträge. Aber das hier, das sind die Stücke, die sie selber trägt, der Föhrer Trachtenschmuck. Feinste Silber- und Goldarbeiten, die die Männer früher ihren Frauen von ihren Seefahrten mitbrachten. Nicht ein einziges Teil davon ist irgendwie standardmäßig schon irgendwo zu bekommen. Das heißt, es muss alles selbst gemacht werden. Der einzelne Konturdraht wird gebogen, in Form gebracht. Die Auslegearbeit, selbst der Draht wird erst gekordelt, dann flach gewalzt und auch wieder in Form gebogen. Das Ganze dann in Hunderten von Arbeitsstunden, möchte ich fast sagen, bei so 10 Knöpfen. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Und mit den heutigen Arbeitslöhnen ist das hier einfach nicht mehr herstellbar. Die komplette Tracht darf ein Föhrer-Mädchen zum ersten Mal bei ihrer Konfirmation tragen. Sich anzuziehen kann bis zu 2 Stunden dauern und ist ohne Hilfe kaum möglich. Allein das Halstuch wird mit 80 Nadeln festgesteckt. Für Rock und Schürze müssen bis zu 5 Meter Stoff arrangiert werden. Das Kopftuch zu einer Haube zu binden dauert eine halbe Stunde. Die Haare werden zu Zöpfen geflochten und hochgesteckt. Das ist so toll, so ein tolles Gefühl, in die Tracht reinzusteigen. Es ist dieses Ritual, sich anzuziehen, die Zöpfe zu flechten, die einzelnen Teile anzulegen. Das ist, man schlüpft in eine andere Haut rein. Der Gang wird aufrechter durch das Gewicht auch hinten und der Geruch der Tracht, das ist wie eine zweite Haut und man ist auch jemand anders. Man schlüpft in eine Rolle auch rein. Und solange Frauen wie Ilke Engeland daran so viel Spaß haben, wird es die Föhrer Tracht auch noch weitere 100 Jahre geben.